So Leute, und da sind wir auch wieder bei Let's Play Command Conquer 3 Tiberian Wars. Ja, ich habe hier extra den Schnitt gemacht, dass wir die Cutscene in diesem Part sehen können. Ich muss das nur noch zerstören und dann können wir sie ansehen. Ja, komm, mach ihn bitte schneller. Weg, irgendwelche drauf. So, jo, und der Notstützpunkt vom Waisenhaus ist Geschichte. Geheimdienstdaten aktualisiert. So, und jetzt sieht man hier an dem Haus, die GDI-Flaggen werden gehisst. Wunderschön. Ja, und wir haben die Mission gewonnen. Ja. Oh, da haben wir aber einiges hinterdenkt. Naja, egal. Vor weniger als 24 Stunden wurde die nordöstliche blaue Zone noch von Nordtruppen belagert. GDI-Truppen wurden überrannt. Ihre Kommandozentrale stand kurz vor dem Fall. Und die freie Welt stand kurz vor dem Abgrund. Aber ein mutiger Truppenkommander konnte einige Siege in DC erringen, die offensichtlich weitere GDI-Triumphe in der ganzen Welt nach sich gezogen haben. Es ist doch so, dass die Erfolge der GDI wirklich ermutigend sind. Sogar sehr, würde ich sagen. Wir kämpfen dort einfach um unsere Zukunft. Aber William, ich kann Ihrer Ansicht nicht zustimmen, dass der Ausgang dieses Krieges noch ungewiss ist. Es kann hier meines Erachtens überhaupt nur einen Sieg der GDI geben. Wir haben den Willen und die Unterstützung der Bevölkerung. Was will man mehr? Das Volk will unbedingt Rache. Auge um Auge. Und genau die werden sie bekommen. Scheint nur die Frage offen zu sein, können sie dieses Versprechen halten? Denn viele prominente Kriegsanalysten sehen in ihrer doch sehr mangelhaften Erfahrung ein ernsthaftes Risiko. Ich glaube an meine Generäle und Kommandeure. Es sind die Besten der Besten. Und ich bin sicher, sie verdienen nicht nur mein Vertrauen und das Vertrauen meines Ministeriums, sondern das Vertrauen des Volkes, weil wir für dieses Volk kämpfen. Wir kämpfen, um es zu beschützen. Das Untergraben des Vertrauens zwischen dem Volk und seinen Beschützern wäre, wie ich glaube, ein Fehler. Akt 2. Commander, egal was Sie in den Nachrichten gesehen haben, glauben Sie mir, dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei. Wir haben immer noch eine Reihe von blauen Zonen, die umkämpft sind. Der Ausgang ist offen, aber etwas anderes bedrückt mich. Kommen Sie. Im Verhör haben mehrere Kriegsgefangene immer wieder ähnliche Drohungen ausgesprochen wie diese. Hier, sehen Sie mal. Das ist nur der Anfang. Feuer wird vom Himmel regnen. Leuchten werden eure Körper vernichten. Und eure Seelen werden um Vergebung winseln. Wenn Kane erst richtig wütend ist! Oh mein Gott. Es könnte sich um die typischen Tricks der Nord handeln. Aber es klingt so, als planten sie den Einsatz von Massenvernichtungswaffen und deshalb schicke ich sie nach Nordafrika. Wenn Nord welche hat, werden sie sie dort finden. Hoffentlich erstickt ein Präventivschlag diesen Albtraum im Keim. Oh, und Commander, lassen Sie niemanden davon erfahren. Das Volk ist verängstigt genug. Sandra setzt im Moment alle Puzzleteile zusammen und sie bekommen die Details von Kersey, das wäre alles. Commander, die Situation in Nordafrika ist immer noch instabil. Ägypten wird unser Hauptziel sein. Wie sich herausgestellt hat, ist eine Bewässerungsanlage vor Kasabat in Wirklichkeit eine Nordchemiewaffenfabrik. Offensichtlich müssen wir sie ausschalten. Im Norden ist der Hafen von Alexandria. Dort verschifft Nord seine Waffen in den Rest der Welt. Und es kommt noch viel schlimmer. Wir glauben, dass Nord im Norden Kairos Aurora-Waffen in einer unterirdischen Anlage herstellt. Das mag erklären, warum das Gebiet so gut gesichert ist. Jedenfalls ist der erste Schritt zur Säuberung dieses Sektors die Zerstörung dieser Chemiewaffenfabrik in Kasabat. Jo, sehr viele Informationen.
also den, der eine Schwarze, den ihr gesehen habt, das war Direktor Redmond Boyle. Das war der Finanzsekretär gewesen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe den. Und ist jetzt der Oberbefehlshaber der GDI. Der gibt die Befehle von ganz oben. Und warum habe ich jetzt diese Cutscene abgespielt? Ganz einfach. Jetzt gehen die Cutscenes. Der letzte Funkspruch der Zone kam von dieser Kaserne davon. Sichern Sie das. Was soll ich jetzt sagen? Die Cutscenes, sie werden jetzt interessanter. Und wenn ich sie jetzt nicht anlasse, dann versteht er nicht mehr, wo vorne und hin er ist. Deswegen hier die Cutscene. Alles ist angeblieben. Ja, kommt hin. Geht doch. Alles klar. Zerstören wir ein paar Fahrzeuge. So, und hier haben wir die Zone Troopers. Das sind wunderbare Einheiten. Die zerstören sowohl Fahrzeuge als auch. Commander, das Ziel ist nun also auch eine Leute. Sie entwickeln etwas mit Tiberium. Schalten Sie die Anlage aus und versuchen Sie genaueres herauszufinden. In dieser Fabrik werden aller Wahrscheinlichkeit nach Tiberium-Waffen. Ja, jetzt haben sie statt einer Chemiewaffenfabrik ist es jetzt doch eine. Uns liegen Jetzt immer breche ich schon nicht dauernd. Es ist jetzt statt einer Chemiewaffenfabrik ist es doch eine. Ausbildung. Tiberium-Fabrik, neues irgendwas. Ja, wir sollen alle Tiberium-Türme einnehmen, weil. Es gibt keine. Tiberium-Felder, weit und breit nichts. Und deswegen brauchen wir Ingenieure und Tiberium-Türme. So, es leckt schon wieder. Das nervt. So, wir schicken die Sonnentruppe hier hoch, weil ich weiß nicht, ob da welche sind. Da hinten ist noch ein Nordvorposten, den sollten wir zerstören, weil die greifen hier die ganze Zeit mit der kleinen Truppe an. Wir haben bald Geld mehr, das geht ja noch gar nicht. So, dann haben wir auf die Troopers drauf. Die sind nämlich sehr teuer. Ausbildung. Erstmal noch der nächste Ingenieur. Commander? Ja, komm, geh doch hin auf. Nicht zu nah. Ich hab Ihre so, was soll ich dir jetzt noch sagen? Da unten ist noch einer, den heulen wir uns auch noch. Ich hoffe, ich komme ganz allein hier hin. Ja, das wusste ich ganz genau. Hier oben sind Not Mods. Und die Zone Troopers, die werden sehr leicht mit denen fertig. Roger. Ja, okay. Han Nordmod. Keine Chance. Nord muss es abgebaut haben. Ich gehe hier mit Raketentrupps, das ist immer super. Wo wird denn hier unsere Basis angegriffen? Hier wird gar nichts angegriffen. Gebäude eingenommen. So. Geheimdienstdaten. Hier haben wir jetzt allerdings. Hier sind Truppen, das alles ist natürlich nicht so schön. Bin unterwegs. Aufpassen. Nord ist unberechenbar. Komm, ihr seht mich nicht. Ich bin unsichtbar. Kein Problem. Verstanden, Commander. Lass mal Ingenieur in Ruhe. Ich sag nicht, wenn ihr mal Ingenieur jetzt da, Killer, ich bring euch um. Einheit wird angegriffen. Na, ich glaube, der Ingenieur, der hält da nicht mehr lang durch. Commander? Ja, der rennt doch da voll durch, ist klar, ne? Ja. Ich hab Ihre Code. Das gibt's ja nicht. Okay, da schicke ich schon die Infanterietruppen rüber. Verstanden. Ich brauche nämlich unbedingt Geld. Wenn nämlich die Türme hier nicht haben, dann sieht es hier schlecht für uns aus. Ausbildung. Ja, ich brauche noch ein paar Troopers. Feindliche Einheiten in Sicht. Ausbildung. So, die sollen mal hier hingehen. Ach, komm schon. Nee. Jetzt kommt da so ein scheiß Raider-Buggy, wo uns verfolgt. Einheit wird angegriffen. Wir sind hier. Troopers sind einsatzbereit. Die nerven jetzt total. Hier geht alles schief. Oh, das gießt nicht, ey, meine Truppe verrecke. Alles bereit. Hoffentlich. Ich finde einen echt mit der da. Ach komm, töte ihn. So. Haune weg! Haune weg! Ah, Raider Buggy in Trooper, epischer Kampf. Ja, ist ja. So, und wir haben unser Bonus hier erreicht. Zum Glück. Und ja, mein. Zeit ist um. Ich mache dann hier einen Schnitt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Command Conquer 3 Tiberium Wars. Bis dann!